Willkommen zu einem neuen Mathematikthema. Wir wollen uns in diesem Video etwas genauer mit der Drehung beschäftigen. Und wie du schon siehst, ist die Drehung etwas, was wir im Alltag ziemlich häufig haben, aber irgendwie gar nicht mehr so sehr wahrnehmen. Vielleicht hast du auch ein Schloss zu Hause. Das wäre nämlich auch so ein typisches Beispiel für eine quasi alltägliche Drehung. Du steckst den Schlüssel rein, drehst ihn und das Schloss ist offen. Wenn es sich dabei übrigens um ein mathematisch positives Schloss handelt, dann ist die Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Schauen wir uns mal die Drehung in der Ebene an. Dabei wird ein Punkt P um das Zentrum Z gegen den Uhrzeigersinn auf dem Punkt P' abgebildet. Wenn gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, dann ist das Winkelmaß größer als 0 Grad. Beispielsweise in diesem Beispiel ist es 100 Grad. Und wir sehen jetzt hier schon, was wir für eine Drehung eigentlich alles brauchen. Wir brauchen einen Uhrpunkt, wir brauchen ein Drehzentrum, wir brauchen ein Drehwinkelmaß und eine Drehrichtung. Dabei entsteht ein neuer Punkt, der sogenannte Bildpunkt. Wir sehen auch, der Punkt P ist auf einer Kreislinie um den Punkt Z herum und der Punkt P' ist auf derselben Kreislinie. Damit gilt natürlich, dass der Radius ZP genauso groß ist wie der Radius ZP'. Eine Drehung mit dem Uhrzeigersinn übrigens hat nur einen kleinen Unterschied. Das Winkelmaß ist eben kleiner als 0 Grad. Hier in dem Fall seht ihr eine Drehung um minus 100 Grad. Übrigens können wir auch ganze Punktemengen abbilden, zum Beispiel dieses Dreieck. Dieses Dreieck möchte ich jetzt zum Beispiel um 90 Grad drehen. Dabei wird der Punkt A abgebildet, der Punkt B abgebildet und der Punkt C abgebildet und dabei entsteht ein neues Dreieck. Und wenn wir diese beiden Dreiecke vergleichen, sehen wir, die sind deckungsgleich. Das heißt also, die Strecke A und B ist genauso lang wie die Strecke A'B'. Wir sehen, dass die Winkel gleich groß sind. Zum Beispiel haben wir hier einen rechten Winkel und dann haben wir eben auch hier einen rechten Winkel. Und der Flächeninhalt bleibt von diesen beiden Dreiecken natürlich auch gleich. Auch der Umlaufsinn bleibt erhalten. Es handelt sich hier um das Dreieck ABC und ist eben halt das Dreieck hier auch ein Dreieck A'B'C'. Okay, was sollst du jetzt eigentlich wissen? Du musst nur wissen, dass die Drehung eine Abbildung ist. Dabei werden irgendwelche Urpunkte auf irgendwelche Bildpunkte abgebildet. Und zwar brauchen wir für diese Abbildung ein Drehzentrum, einen Drehwinkel und eine Drehrichtung. In Kurzschreibweise sieht das Ganze übrigens so aus und man liest dann, P wird auf P' abgebildet, steht dann hier, P abgebildet auf P' und zwar durch Drehung um Z und dem Winkelmaß Phi. Die wichtigste Merkregel für dich ist, wenn das Phi größer als 0 ist, also zum Beispiel plus 100 Grad, dann dreht man immer gegen den Uhrzeigersinn. Was du jetzt wissen solltest, ist, der Punkt A und der Punkt A', also Uhr- und Bildpunkt, liegen natürlich auf einer gemeinsamen Kreislinie. Der Mittelpunkt dieser Kreislinie ist unser Drehzentrum Z. Das Winkelmaß Phi, das gibt uns übrigens an, wie weit gedreht wird und in welche Richtung gedreht wird. Und wenn es sich um eine echte Drehung handelt, also irgendwo zwischen 0 und 360 Grad, aber 0 und 360 Grad ausgeschlossen, dann gibt es nur einen einzigen Fixpunkt, nämlich das Drehzentrum selbst. Zusätzlich solltest du folgende Eigenschaften der Drehung kennen. Die Drehung ist nämlich längentreu. Wir haben gesehen, die Strecke AB ist genauso lang wie die Strecke A'B'. Sie ist winkeltreu, also beispielsweise dieser rechte Winkel, der bleibt ein rechter Winkel. Und sie ist flächentreu, also das heißt, der Flächeninhalt von diesen beiden Dreiecken ist gleich groß. Der Umlaufsinn eines Dreiecks oder irgendeines Objektes bleibt auch erhalten, also hier gegen den Uhrzeigersinn und hier ebenfalls gegen den Uhrzeigersinn. Und wir wissen, die Drehung ist eine Kongruenzabbildung, das heißt, sie bildet deckungsgleich ab. Und jetzt schauen wir uns mal nach diesem ganzen Vorgeplänkel an, was gibt es denn da eigentlich für Aufgaben? Eine mögliche Aufgabe wäre, zu entscheiden, wie ist denn dieses blaue Rechteck auf das orangen Rechteck abgebildet worden durch Drehung? Und dann sollten wir uns erstmal überlegen, was ist denn eigentlich das Drehzentrum und mit welchem Winkelmaß wurde gedreht. Da wir wissen, dass bei einer Drehung der einzige Fixpunkt das Drehzentrum selber ist, können wir das hier in dieser Aufgabe sehr leicht ausnutzen. Der Punkt A wird nämlich auf sich selbst abgebildet. Damit muss der Punkt A das Drehzentrum sein. Und dann beobachten wir, B wird ja auf B' abgebildet
Und damit haben wir eine Drehung erstens um 90 Grad und zweitens mit dem Uhrzeigersinn. Also ist die Drehung, das sehen wir jetzt hier auch an dem Punkt D und an dem Punkt C, eine Drehung um minus 90 Grad. Schauen wir uns noch ein etwas komplizierteres Beispiel an. Auch hier wurde das blaue Rechteck auf das orangene Rechteck abgebildet, aber wir sehen, keiner der vier Punkte, weder A und A', B und B', C und C' und D', bleiben an derselben Stelle und damit haben wir keinen Fixpunkt, zumindest nicht diese vier. Das heißt, das Drehzentrum muss irgendwo anders liegen, aber wo? Dazu nutzen wir eine wichtige Eigenschaft, nämlich das Drehzentrum muss ja von A und A' gleich weit entfernt sein, also auf der Mittelsenkrechten zwischen A und A'. Gleichzeitig muss aber das Drehzentrum auch von B und B' gleich weit entfernt sein. Und hier haben wir jetzt unser Drehzentrum, nämlich im Schnittpunkt der beiden Mittelsenkrechten. Und jetzt sehen wir auch, der Punkt A wird auf A' abgebildet. Und wir sehen auch, wie weit, nämlich um 90 Grad, gegen den Uhrzeigersinn. Und damit ist das Drehwinkelmaß 90 Grad. Das können wir übrigens an allen diesen Punkten B und B', C und C' und D' auch ablesen. Ja, und jetzt wünschen wir euch viel Erfolg beim Bearbeiten dieser Aufgaben und sehen uns dann im nächsten Video wieder.